Die alte Kasperl-Terroristen, Fernsehausschnitte und so. Ach, meine Kindheit war so schlecht und darum bin ich Bandit geworden. Also habe ich schon selber gewusst, ob ich Bandit wäre oder nicht. Die erste Verurteilung hätte man mal nicht so hart sein dürfen. Verstehst du? Aber das war eine Scheiße, die ich damals immer gemacht habe, die eigentlich jeder gemacht hat. Und gerade wenn irgendwas war, haben sie da auch sofort abgeschossen. Ja, Pistole hat er dabei gehabt und eine Aktentasche. Er ist dann rein zum Tresor, warf einen Blick zu mir auf den Schreibtisch. Dann haben wir in den Panzerschrank gegangen und haben wieder ans Geld eingefasst. Nebendraus war es ein Lehrmädel oder was das war. Und das hat er reingeschaut. Er ist dann rückwärts mit der Pistole in der Hand wieder Richtung Tür gegangen und hat gesagt, ihr werdet mich erkennen und ihr werdet ja wissen, wer ich bin. Und verschwunden war er. 8 Tage später ist dieselbe Bank wieder überfallen worden. Und die haben sich natürlich aufgeführt, wie die Verrückten da. Die haben den Eisenhof da mehr oder minder am Boden liegen lassen und da Angst und Schrecken verbreitet. Und dann, also, war später, wie sie mich wieder erwischt gehabt haben, haben wir Verhandlung gehabt. Und das Mädel da gesagt, also der Bergüberfall war schon angenehmer. Nicht?